Hallo. Ich benutze auf allen meinen Accounts verschiedene Passwörter, ändere die immer wieder und mache sie möglichst lange, damit das Risiko, gehackt zu werden, möglichst klein ist. Denn meine größte Angst ist es, dass mein YouTube-Kanal gehackt wird. Ich arbeite mit Menschen mit einer Behinderung und deswegen ist mir Privatsphäre der anderen sehr wichtig. Weil auch bei uns auf der Arbeit gibt es Dinge, die nicht alle Menschen wissen müssen. Zum Beispiel Krankheitsbilder oder Arzttermine, Gewicht, Medikamente, was auch immer. Das ist einfach eine Information, was nicht die ganze Welt betrifft. Und deshalb bin ich auch sonst, zum Beispiel im Netz, sehr bepicht darauf, dass ich andere Privatsphären respektiere und das auch so wahrnehme. Da hat es eines Tages geklingelt an der Tür. Ich machte auf, eine mir unbekannte Person stand vor der Türe, drückte mir eine CD in die Hand und sagte, bitte hör dir das mal an. Ich habe mir dann gefragt, wie hat diese Person meine Adresse herausgefunden? Und mir gleichzeitig auch gedacht, na, als YouTuber sollte man schon ein bisschen Privatsphäre haben. Ja, die große Herausforderung für mich als Mama ist es natürlich, eine gute Mischung zu finden. Dass die Kinder Social Media nutzen dürfen, dass man aber vorher und zusammen ein paar Regeln und Abmachungen bespricht, auch wenn das nicht immer sehr angenehm ist, und dass man dann auch nachher immer zusammen im Gespräch bleibt. Ich glaube, das Wichtigste, wenn man sich im Netz rumtreibt, ist einfach, dass man wirklich überlegt, was man schreibt, weil alles, was man schreibt, kann jeder Mensch lesen, auch wenn man es irgendwie eingestellt hat. Irgendwie kommt man immer zu diesen Informationen und das Internet vergisst nie. Ich überlege mir immer zuerst, ob mir dieses Video Probleme bereiten könnte oder bei der Jobsuche im Weg steht. Mein Chef guckt immer meine Videos, also ist er immer auf dem neuesten Stand, was ich im Netz so mache, wohl nicht nur auf YouTube, sondern auch Facebook und Co. Deshalb bin ich da sehr, sehr, sehr genau, was ich schreibe, was ich wo preisgebe und so. Ich habe auch schon von Freunden mitbekommen, dass sie deswegen ihre Arbeitsstelle oder ihren Ausbildungsplatz sogar verloren haben und das ist natürlich sehr schlecht. Wenn man selber Kinder hat, ist es ganz wichtig, die verschiedenen Plattformen zu kennen und eben auch zu wissen, wo und wie man welche Einstellungen vornehmen kann und das eben auch mit ihnen zusammen dann zu machen. Meine persönlichen Daten wie Handynummer und Adresse haben im Netz nichts verloren. Trotzdem lassen sich unliebsame Kommentare und Nachrichten, vor allem bei jungen Frauen, nicht vermeiden. Da gibt es nur eins: löschen, blockieren und ganz sicher nicht reagieren. Es gab mal einen Fall, da hat mich jemand angeschrieben, hat mir Songs von sich geschickt, ein Fan offenbar, und hat mir ein Jobangebot gemacht. Dann habe ich mal grundsätzlich gesagt, ja, grundsätzlich ja, aber ne, ich kann das nur beantworten, wenn ich persönlichen Kontakt habe, und dann tatsächlich eines Tages bekam ich eine Nachricht, ich bin jetzt in Zürich. Wir haben uns dann getroffen, war grundsätzlich ein angenehmes Gespräch, eine angenehme Person, aber es wurde dann relativ schnell klar, dass auch private Interessen hinter diesem Treffen standen, und das fand ich ein bisschen unangenehm, weil ich mir dann generell die Frage gestellt habe, ja, bin ich eigentlich als YouTuber, wenn ich jetzt eine öffentliche Person oder eine private Person, wo ist die Grenze? Welche Informationen soll ich preisgeben und welche nicht?